Jungs, seid ruhig. Ja. Also wir machen heute mal was Neues bei der Sitzgymnastik. Und zwar heißt das Neuroathletics. Das heißt, man arbeitet mit dem Gehirn und das gibt es in verschiedenen Möglichkeiten. Und, und als erstes würde ich gerne mal mit euch anfangen, dass wir Testing-Übungen machen. Das heißt, ihr legt die Sachen, die ich euch gegeben habe, mal zur Seite noch. Und zwar nehmt ihr mal an den Arm im rechten Winkel. Hey, weit ihr kommt. Nach oben geht oder nach innen geht. Und das merkt ihr euch schön, wie weit ihr kommt. Super. Okay, andere Seite. Da merkt man ja auch schon, dass beide Arme unterschiedlich sind. Ja. Man merkt, man tut mehr mit rechts. So, dann nehmen wir beide Hände nach vorne und dann gehen wir mit dem Oberkörper so weit wie möglich rum. So, das erste Spielzeug, was ich habe, ist eine Karte. Und diese Karte, die arbeiten wir jetzt mit den Augen ab. Ihr habt hier einen Mittelpunkt und wir fangen an, dass wir mit den Augen, also ihr haltet das so weit wie möglich von euch fern und dann geht ihr immer wieder zurück mit den Augen zum Arm. Mhm. Ne? Also vom Prinzip fangen wir an, ihr geht zur Seite, zum Arm, nach unten, zum Arm. Und so geht ihr das so mal drei Runden, oder nehmen wir mal vier Runden. Einmal geht ihr in der Runde so rum und einmal, zweimal, geht ihr in der Runde andersrum. Okay, damit fangen wir mal an und lasst euch dabei Zeit, wenn ihr außen seid, immer einen Augenblick warten und dann wieder zurück zum Arm. Muss ich beim Auge jetzt auch erstmal machen. Okay, los geht's. Jeder macht das für sich in seinem Tempo. Und der Kopf bewegt sich nicht, nur die Augen gehen immer hoch und runter oder hoch diagonal oder hoch zur Seite. Und immer so kurz ein bisschen außen bleiben und wieder zurück. So, und dann macht ihr einfach mal einen Richtungswechsel. Schon fertig? Denn was warst du nicht lange noch außen? Also jedes Mal, wenn du außen bist, ein bisschen Pause machen. So, wenn ihr fertig seid. Ruhig mal ein bisschen lockern, weil die Arme, wenn man das so die ganze Zeit so halten muss, merkt man das ja. So, als nächstes, damit die Augen mal ein bisschen Pause haben, arbeiten wir jetzt mit der Zunge. Und zwar fangen wir an mit Zungenkreisen. Ja, besser, ne, oder? Dann Richtungswechsel. Da kommt man sich immer komisch vor. Ja, wir müssen ja auch mal was machen, wo wir euch komisch waren. So, jetzt habt ihr einen Zungenpendel, das heißt von links nach rechts. Die machen gar nicht mehr. Man sieht das nicht, ne? Hinter der Maske. So, oben, unten. Bin jetzt verschlossen. Ja, aber du musst die Karte noch zu sehen. So, was kommt noch? Jetzt kommt's. Achtung, nicht verschlucken. Zunge nach hinten. Und? Das geht schnell. Ja, ich sehe es nicht.
Das können wir nicht. Darfst du nicht so weit rausstrecken. Der erste Kurs, wo Zunge ausstrecken erlaubt ist. Erster Kurs, oh mein Gott. Du machst ja ganz durcheinander heute. Okay. So, legen wir das doch mal zur Seite. Ja. So, und jetzt machen wir Testings nochmal. Und ihr guckt mal, ob ihr jetzt vielleicht ein bisschen anders rumkommt. Ne, nicht hoch und runter, sondern... Ich kann aber drehen jetzt. Ja. Ach ja? Hä? Fällt einem irgendwas auf? Kommst du weiter hoch? Also ich auf alle Fälle. Mir andere das, Arm. Mir tut das weh, wenn ich... Aber du bei kommst, dir? Du kommst ein Stück weiter, aber trotzdem tut es hoch im Gelenk. Ja, aber trotzdem... Das hat die Zunge gemacht. Für die Mobilisation ist das ganz spannend, finde ich. Man hat auf einmal das Gefühl, dass man weiter in diese Rotation, in die Drehung des Armes kommt, warum auch immer. Okay, das gleiche machen wir mit. So was. Das nimmst du alles auf. Da. Das hat auf andere Sachen keine Auswirkung, ne? Das hat auf andere Sachen keine Auswirkung, ne? Ich weiß nicht, ob du danach ausschlägst, keine Ahnung. Aber dann gebe ich dich ja wieder in die Hände deiner Frau, dann ist mir das egal. Ich soll zu Hause gleich testen. So, jetzt machen wir ein Koordinationsspiel. Also Handinnenfläche, so, ne? Und dann drehen wir. Ja, so. Einmal die Außenfläche und einmal die Innenfläche. Mhm. So, und wenn es geht, bitte schön schnell. So, das Hausaufgabe. Nächstes Mal wird getestet, ob ihr noch genauso langsam oder genauso schnell oder vielleicht noch schneller seid. Mhm. Ja, das geht schneller. Guck mal hier. Da, guck dir das mal an. Du bist auch ein Cyborg oder hast du frische Batterien gekauft? Endlich mal, was ich konnte. Okay, jetzt kommt was Interessantes. Jetzt dürft ihr eure Schnur nehmen. Ist mal beiseite. Du? So, die Murmel, die nehmt ihr mal so ein bisschen weiter auseinander. Dann haltet ihr euch die auf Höhe der Nase. Und dann guckt ihr einmal nur mit einem Auge drauf und dann dreht ihr es ein bisschen und dann guckt ihr mal mit beiden Augen drauf. Und dann guckt ihr mal, ob was passiert. Ja, dann ist es ein bisschen weiter auseinander. Soll da denn was mit passieren? Ja, normalerweise sieht man, bei einem bestimmten Ding sieht man es dann doppelt. Ja, wenn ich meine Brille abnehme, dann sehe ich alles doppelt. Ja, ja, ich sehe immer zwei Leute, das ist nur einer. Ja, stimmt, hast recht. Wenn ihr nur mit einem Auge guckt, wenn ihr mit beiden Augen drauf guckt, dann verändert sich das Bild. So, und jetzt dreht ihr es zur Seite und ihr guckt nur mit den Augen hinterher. Der Kopf bleibt, nur die Augen. So, jetzt hoch runter, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, sonst geht die Murmel so weit zusammen. Und lösen. Also ich sehe wirklich, wenn ich keine Brille auf habe, würde ich dich jetzt zweimal sehen. Du hast aber heute noch nichts getrunken. Doch, Kaffee. Das ist wirklich so. Ich gehe morgens, wenn ich die Brille nicht auf habe, mit einem zuen Auge, dann sehe ich alles normal. Habe ich beide Augen auf sich doppelt. Das ist die Hornhautverkrümmung. So. Sind wir mit deinem... Fisch macht da irgendwo? Oder habe ich? Das duscht. Das duscht automatisch. Obwohl da keiner drin ist? Oder? Ja, das ist Legionellenduschung. Ah!
Cool. Also die, damit keine Legionellen entstehen, ist dort eine Dusche, die geht alleine. Das ist ja cool. Ja, das haben aber eigentlich alle Fitnessstudios, alle Vereine, müssen da. Okay, wann können wir zur Seite legen? Nie aufgefallen. So, jetzt haben wir für die Augen ja schon was gemacht, wo ihr eigentlich die Augen so bewegen musstet. Und jetzt machen wir es anders. Jetzt bewegt sich euer Finger. Ihr haltet euren Finger. Ich dachte, die Ohren. So. Und der bleibt. Nein, also der Finger bleibt nicht, sondern jetzt geht der Kopf bleibt. So. Und das, was wir hier als Zeichnung haben, das stellt ihr euch jetzt vor und das macht ihr mit dem Finger, zeichnet ihr das jetzt nach. Und der Kopf bleibt und nur diesmal. Nein, andersrum. Mutti muss erst überlegen. Oh ja, Mutti. Jetzt bewegt sich der Finger. Ich muss ja mal anfangen, das muss ich beim Video rausschneiden. Was denn? Ach du. Ja, ich muss das ja rausschneiden. Da sind ja meine dummen Witze drauf. Hast du irgendwas im Kaffee gehabt? Ja. Ich weiß. Ja, ich bin total tüdelig. Also, das hält man jetzt fest. Also, jetzt geht vom Prinzip der Finger weg und jetzt geht der Kopf nicht mit, sondern, ne, also die Augen gehen mit. Mhm. Ne? Jetzt hatten wir ja, dass die Augen das nur abgezeichnet haben und jetzt gehen die Augen mit. Also, fangen wir oben an. Hochgucken. Diagonal. Zur Seite. Diagonal nach unten. Und das Entscheidende ist, der Kopf, der darf sich nicht mitbewegen. Diagonal nach unten. Zur Seite. Diagonal nach oben. Und nochmal gerade hoch. Jetzt in die andere Richtung. Und immer schön genau das abzeichnen, so wie wir das eben auf dem Bild auch hatten. Sehr schön. Er macht das super. Ja, jetzt. Bleiben die Augen auf den Finger gerichtet. Jetzt bewegt sich was? Der Kopf. Ihr habt hier die Fingerspitze, das ist euer Fixierpunkt. Und jetzt geht ihr den Kopf hoch, diagonal nach außen. Aber die Augen bleiben immer auf dieser Fingerkuppe. Richtungswechsel. Noch nicht fertig. Ja, alles gut, lass dir Zeit. Fertig. Merkst du das in deinem Nacken? Ja. Ja, wenn die Kopf zu bewegt, ne? Ja. Das merkt man. Okay, jetzt machen wir das so, dass wir einfach mal den Kopf, so wie wir das sonst eben auch machen, nur so bewegen, wie wir. Tief und so hoch, wie ihr könnt. Schön langsam. Dann gehen wir nach rechts und links, auch hier schön weit rumgehen. Ja. So, und dann gibt es noch diese Position. Deswegen bist du ja auch in der Sitzkommission. So, wenn wir jetzt mit dem Kopf vorne sind, dann gucken wir nochmal in dieser Position nach rechts, links. Ja.
Und wenn wir seitlich sind, gucken wir mal nach unten und mal nach oben, damit wir mal wirklich so die Halswirbelsäule schön langsam. Mhm. Das ist Industriestyle. So. Hm. Andere Seite. Traumhaft. Okay. Habt ihr alle Seiten durch? Wie fühlt sich das jetzt so hier im Halsbereich an? Wenn ihr jetzt mal durchgeht, kommt ihr jetzt weiter rum. Also bei mir knirscht auf alle Fälle ja, nichts mehr. Bei mir knirscht es. Aber ich. Ja, gut. Ist das nicht besser geworden? Bei mir ist Sand drin. Ja, bei mir auch. Feiner. Knirscht. Also ich finde aber bei mir ist es so, ich bin ja auch ein bisschen jünger. Bei mir knirscht das dann immer weniger, als wenn ich das am Anfang mache. Also wenn ich jetzt mache, so knirscht es nicht. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich es ganz langsam mache, dann knirscht es. Das stimmt. Mhm. Ne? Jetzt, wenn ich mache das öfter mal zu Hause. Ja. Dass der wenigstens bewegt wird. Das ist gut. Das mache ich das immer, auch mal so dieses Jahr. Ja. Okay, jetzt machen wir nochmal das Testing. Ihr seht, guck mal, wie weit ich jetzt rumkomme. Das ist nicht gespielt. Ja? Ich kann meinen Arm auf einmal in dieser Rotation, hier, wo ich vorhin hier blockiert war, komme ich jetzt ganz anders weit rum. Ja, das stimmt. Stimmt. Ne? Ja? Wir haben ja auch mit dem Kopf gewackelt. Wir haben auch mit dem Kopf gewackelt. Und mit den Augen. Anderen Arm mal probieren. Man kommt weiter. So, und das ist jetzt einfach mal, machen wir noch den Test. Der ist im Sitzen natürlich nicht ganz so gut, weil man hat ja hier doch die Blockade dadurch, dass man sitzt. Ne? Normal macht man diesen Test im Stehen. Aber ich finde, dieser obere Bereich ist viel mobiler geworden. Und das ist einfach mal, damit ihr mal seht, so den Zusammenhang zwischen dem Training des Gehirns und der Aktivierung der beiden Gehirnhälften über Kreuz, was dann hier das eben ausmachen kann. Und zum Schluss machen wir nochmal. Und jetzt geht's los. Entschuldigung, ja? Ja, 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 sehr schön. Bei der Ursel. Komm, du musst ihn schlagen. Ja, schneller! Wir sind mal im Schrittzähler ran.